Lass ihn in Ruhe. Wenn ihm jede Stunde eine SMS schreibst, dann dreht er noch durch. Das kann nicht sein, 12 Tage ohne Nachricht. Das stimmt doch was nicht. Du hast immer gesagt, ein Schauspieler soll nicht provozieren, sondern begehren. Komm, du musst auch mal deinen Kopf durchlüften. Gibst du deine Jacke? Ja. Ziehst du die an? Ja. Was ist denn? Ist dein Exem wieder da? Nee, es sind nur die Nerven. Hast du eine Hautcreme? Corticoide? Du, ich hab gesagt, es ist nichts. Vielleicht sollte ich mal deine Wundertropfen probieren, ne? Geh schon mal runter. Hab also. 4 Tropfen in der Stunde. 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost. Und schon bin ich geheilt. Hast du jetzt die ganze Flasche ausgetrunken? Mann. Arsch. Entschuldigung. Bloß nicht. Nee, warte, Achtung. Nicht schlecht, oder? Na, sieht geil aus. Was ist sonst so los in dem Car? Gar nichts. Ich komme mir vor wie im Sanatorium. Ich schlaf mich gesund, ich esse mich gesund, ich scheiß mich gesund. Nee, im Ernst, ich langweile mich zu Tode. Ich warte auf dein Okay oder bin ich hier weg? Ich habe übrigens so eine ganz gute Dokumentation gesehen über Lezard. Ja, über die Sanatorien. Was hältst du von der Idee, dass Hamlet tuberkulös ist und gerade eine Kur hinter sich hat und so bestimmte Gesten mitgebracht hat? Gymnastik im Eurythmie-Stil. Du Sven, es hat sich ein bisschen was geändert. Wir werden nicht loslegen, wie geplant. Ach echt? Wieso? Haben sich die Daten verschoben? Nee, wir haben die Daten nicht verschoben. Ja, was dann? Das ist totale Scheiße. Ich muss eine Entscheidung fällen. Wir müssen das Ganze abblasen. Wie bitte? Ja, ich habe Hamlet abgesetzt. Wir nehmen stattdessen Ungeduld des Herzens wieder auf. Es läuft auch total gut und die Schauspieler haben es auch drauf. Das ist nicht dein Ernst. Wir spielen Hamlet, ich bin bereit.